Na, Roboter, wie bitte schon wieder keine Honigwaben? Müssen wir gleich nachher nochmal gucken. Das gibt's ja nicht. Uns ist irgendwer zuvor gekommen. Okay, dann machen wir unsere erste Runde. Unsere erste Runde Mürm. Ja, erste Runde Mürm. Zack. Versuchen vorher unser Glück beim Küchlein. Vielleicht haben wir wieder Glück. Nein. Aber okay, das wäre auch zu viel des Guten. Ne? Glocke aktivieren. Mürm, Mürm, Mürm. Legendäre Module. Klappe, die erste. Kurz checken, ob hier der Honig wieder da ist. Nein, das gibt's nicht. Die haben den Honig deaktiviert. Küchlein. Mürm, Klappe, die zweite. Vielleicht hier Honig? Fragezeichen. Nein. Irgendwer hat das Küchlein geklaut. Was für eine Frechheit. Mürm, Mensch, letzte Runde. Das sollte erstmal reichen. Juti, alles klar. Hätten wir das jetzt auch geklärt. Und nun Waffen rollen. Hier war doch irgendwo eine Waffenbank, oder? Doch, 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 da hinten. Das ist doch so eine große, große Halle. Na, ihr Verkäufer. Wir gehen jetzt immer hierher zum Waffenmodul. Hier kriegen wir alle Ressourcen. Da ist eine Waffenbank, sag ich doch. Herstellungsloadout. Wir hatten auch irgendwas um die 300 Scheine im Automaten. Das bedeutet 4 im Sinn. 7 Waffen. 7 Waffen können wir herstellen, die wir auch ganz locker wieder verticken können. Dann machen wir das auch. Kram zerlegen, natürlich. Da war bestimmt auch irgendwas dabei. Herstellen. Wir kriegen ja auch allen anderen Kram hier. Das ist so fantastisch jetzt. Ne? Mechanische Waffen. Handgefertigt. Wie viele können wir herstellen? Eine. Was fehlt dann? Kleber und Zahnrad. Holen wir uns gleich. Kein Super-Duper. Was für eine Frechheit. Modeln. Katsching. Henker, naja. Hier gibt's aber keinen legendären Wechsler, oder? Nee. Hier gibt's keinen legendären Wechsler. Hatten wir den gecheckt gehabt? Wie heißt du? Helena, natürlich. Ach, da hinten ist ja noch einer. Ach, Herr Jemine. Ja. Wir brauchen Kleber und Zahnräder. Kannst du uns da weiterhelfen? Hatten wir den wirklich bis unten durchgecheckt gehabt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kleber und Zahnräder. Zahnräder haben wir. Kleber kriegen wir woanders. Mikrofon, natürlich. Eine Sekunde, Entschuldigung. Mikroskop. So, und jetzt? Und jetzt noch Kleber. Kleber, 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 Kleber. Bei euch doch bestimmt, ne? Kleber, Kleber, Kleber. Was? Wo ist der Kleber? Wir brauchen mehr davon. Hast du Kleber, Flintlock? Oh. Bei ihm jetzt nicht, ne? Nee. Wir können auch vorne den Apotheker nochmal abchecken. Vielleicht kriegen wir da Psychotests. Noch mehr. Da können wir niemals genug von haben. Ach, guck mal, Mitspieler. Hallöchen, Cunningham. Kleber, Fragezeichen. Nein. Bei dir vielleicht. Zack, zack, zack. Nein. Nein, bitte. Enttäusch uns nicht. Du hattest nur Krimskrams, da ist der Apotheker. Hattest du noch Großmengen? Bitte! Bitte! Ja, yay, Kleber! Und den Rest erstmal nicht so. Wir kommen vielleicht später darauf zurück. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen einprägen sollen, wer hier was hat, aber das ist doch bestimmt jedes Mal random. Ding Dong! Drogen. Psychotests! Ja, 6 Stück gibt's hier regelmäßig. Um Psycho. Und Buff out. Den ganzen Batzen. Schön, schön, schön. Gleich die Kohle auf den Kopf hauen. Jetzt bestimmt irgendwo auch noch eine Laborwerkbank. Hier, ne? Oder hier sind alle Tische. Tatsächlich. Herstellungsloadout. Wir wollen aus der Hälfte an Psycho wollen wir Psycho-Buff herstellen. Da. Nee, stopp, nicht Heilung. Drogen. Aber für uns ist das Heilung. Seelische Heilung. Psychobuff. Wir haben 21. Also 10. Warte mal, stopp. Achso, wir haben nur 8 Buffout. Na gut, dann den ganzen Batzen mit Buffout mischen. Mischkonsum. Sollte man nicht empfehlen. Gut, Herstellungsloadout. Und die Chose geht weiter. Wie viele handgefertigte Gewehre können wir jetzt herstellen?
45. Härteprüf. Achso, das ist wieder Arena, ne? Nein, ich brauche den Räumungsbescheid. Das ist schon der nächste Tag und ich bekomme hier nicht den Räumungsbescheid. Das ist doch schon wieder verbuggt. 4 Gewehre, natürlich. Raus damit. Mit Super-Duper, habe ich doch gehört. Jetzt haben wir aber genug handgefertigte Gewehre, oder? 3, 4, 5, 6, 7. Punktlandung. Sowas von Punktlandung. Modeln. Los geht es. Ka-ching. Nein. Nein, 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 nein. Weiter. Modeln. Zack. Schaden bei Nacht. Ich glaube, es geht los. Zack. Nein. Wollen wir nicht. Wir wollen blutig Explo. Oder okay wäre auch, ihr wisst schon. Ah, anstacheln. Anstacheln. Nein, nicht bei einem handgefertigten Gewehr. Es hat für mich immer noch so eine gewisse Wirkung, wenn ich hier irgendwo anstacheln lese, aber in Kombination mit dem Schnellfeuergewehr macht das hinten und vorne keinen Sinn. Jetzt, los. Go me. Letztes Gewehr. Komm schon. Oh, des Fanatikers. Okay, ich glaube, davon können wir auch keine so wirklich verkaufen, oder? Berserker, Fanatiker, Gourmet-Henker. Wobei, das hier, das wirkt irgendwie gerade wieder gar nicht mal so schlecht, ne? Aber selbst wenn alles hinhaut, macht das Gewehr halt nur plus 50% Schaden. Na gut, das ist das eine Gewehr, was ich jetzt ganz kurz überprüfe. Der Rest kann auf jeden Fall in die Scheinetonne. Was? Wie bitte? 14.000 Kronkorken? Und das ist die niedrige Preisspanne. Das geht bis 23.000 Kronkorken. Aber bestimmt nicht wegen des Henkers. Das liegt hier an der AP-Regeneration. Da muss ich aber auch ganz kurz das Gourmet checken. Hier gibt es eine höhere Feuerrate. Eine Sekunde. Nee, das nicht so. Lumpige 4.999 Kronkorken. Soll das hier vom mittleren Preisgespann wert sein? Aber das bedeutet jetzt auch, weil wir ein handgefertigtes Gewehr bei uns später im Verkaufsautomaten verkaufen wollen, dass wir jetzt noch eins herstellen können. Und dann auch noch genügend Scheine hätten im Automaten, falls das verrollt wäre. Was brauchen wir? Eine Sekunde. Herstellen. Mechanische Waffen. Handgefertigt. 45. Federung. Alles klar. Wo kriegen wir Federung? Handelsloadout. Federung. Einmal noch, bitte. Kriegen wir. Doch, hier. Sehr schön. Den ganzen Batzen. Herstellungsloadout wegen Super-Duper. Komm schon. Jetzt enttäusch uns nicht. Das könnte er sein. Der magische Moment, wo wir endlich eine blutige Explo-Handmade bekommen. Rollen. Ohne Super-Duper ist ein gutes Zeichen, finde ich. 2 wäre jetzt auch zu viel, das ist gut. Komm schon, jetzt! Blutig, warte mal, stopp. Je weniger Gesundheit, kritische Treffer am Wetz verursachen plus 50% Schaden. Mit jedem Treffer am Wetz fühlt sich dein Balken für kritische Treffer 15% schneller. Das ist, also es ist nicht die blutige Explo, die wir wollen, aber ich glaube, das Ding ist besser als Klopperine. Ein Moment mal. Es hat sich so oder so gelohnt. Oh. Komm schon. So, Klopperine, deine Werte bitte. Die können wir dann verticken. Nice. Klopperine war nur 2 Sterne. Aber die Feuerrate, ne? Die Feuerrate, das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Was hatten wir hier jetzt nochmal? Plus 50% Schaden. Die Crit-Treffer holen das doppelt und dreifach wieder raus. Und hier noch schnellere kritische Treffer. Wir können nur noch kritische Treffer ballern. Das skaliert dann auch damit noch. Das ist auf jeden Fall unsere neue Klopperina. Nice. Ich guck mal just for fun, was das Ding wert wäre. Oh mein Gott. Also, schneller Verkaufspreis, 15.000 Kronkorken. Und jetzt kommt die Preisspanne von 25.000 bis 42.000 Kronkorken. Ist hier alles drin? Jetzt checke ich nochmal, was Klopperina wert wäre.
Glopperina. Schneller Verkaufspreis 14.000 Kronkorken und Preisspanne von 15.000 bis 26.000 Kronkorken ist alles mit dabei. Da will ich auf jeden Fall wieder die 1999 für haben. Auf jeden Fall für Glopperina. Definitiv. Sie lebt ja weiter in Glopperina V2. Oh mein Gott, müssen wir gleich hier modeln. So gut, das wird alles verändern. Das weiß ich jetzt schon. Raute. Glopperina. Wobei, Glopperina 2000, Mensch. Der Hammer. Zack. Jetzt muss ich muss ganz genau das Ding nachbauen. Glopperina. Ist klar. Mächtiger Automatikverschluss. Mächtig. Wir nehmen den mächtigen wieder. Justiert, verlängert und das Durchbohrende. Alles andere ist klar, ne? Wuchtiger Kolben. Wuchtig, justiert, verlängert und durchbohrendes Magazin. Machen wir. Bastel-Loadout. Modifizieren und reparieren. Vielleicht auch mal ein neues Skin. Wobei gibt's da aktuell vielleicht ein ganz, ganz neues. Ich wäre jetzt bereit, meine raren Atome dafür auszugeben. Wenn es hier ein richtig geiles Handmade-Skin gibt. Ich habe hier schon lange nicht mal reingeguckt. Ich hole mal nur den Gratis-Kram. Aber da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Nein. Okay, dann nicht. Nur dann nicht. Dann nicht. Modifizieren und reparieren. Glopperina 2000. Oh mein Gott. Mächtiger Automatikverschluss. Wo hast du dich versteckt? Der hier ist es, ne? Ja. Genau wie bei Glopperina. Boom. Es war der verlängerte, justierte, ne? Ne, justierter, verlängerter Lauf. Fluppdiwupp. Wuchtiger Kolben. Jawoll, ja. Nehme ich. Magazin durchbohren. Zack. Visierreflex natürlich. Mit Pünktchen. Für optimales manuelles Zielen. Ah, stopp. Hey. Ruhig bleiben. Ihr merkt schon, ne? Ich zitter schon wieder. Schalldämpfer. Klar, ey. Farbe. Mal gucken, ne? Ich meine, hier der gemoddete Standard-Skin ist auch echt schick. Hat man schon ewig nicht mehr. Aber irgendwas. Eigentlich, es passt ja einfach mal. Das ist eine blutige Waffe eines Blutadlers. Glopperina ist blutig. Mächtiger denn je. Glopperina 2000. The one and only. Aber hier hätten wir wieder mal ein schönes M16. Ja, aber da sehen wir die Farbe halt nicht so. Ich glaube, ich bleib bei blutig. Na klar. Okay, und jetzt erstmal nach Hause. Und den Verkaufsautomaten füllen. Jawohl, ja. Oh Gott, ich freue mich gerade so sehr, das Ding einzuschießen. Hallo Camp. Würdest du ganz kurz... Ah, danke schön. Danke. Na komm schon, ich will intelligentes Glücksspiel spielen. Floppdiwopp. Vorhänge schließen. Wie bitte? Der ist offen, der nicht. Das war doch hier unser Campbegleiter. Ich behalte dich im Auge, ne? Nächste Season bist du aber raus. Aber sowas von. Ding dong, ding dong. Jetzt ist die Klingel ganz woanders. Das ist so absurd, Mensch. Beauty. Konzentration. Wir wollen verkaufen. Glopperina. Das geht mit dem Skin gar nicht, ne? Richtig. Ja, müssen wir erstmal Standard-Skin raufhauen auf Glopperina. Nehme ich mit. Den Rest nicht so. Licht an. Modifizieren und reparieren. Glopperina. Standard-Skin. Die Mods lasse ich mal drauf, ne? Wir befinden uns ja diesmal nicht am Anfang der Preisspanne, sondern genau in der, naja, so Pi mal Daumen in der Mitte. Aber dafür gibt es die Mods oben drauf. Aber das Ding ist im Eimer, ne? Aber ist egal, ist trotzdem ihr Geld wert. Also da kann sich keiner beschweren. So ein Gewehr findest du nicht alle Tage. Das ist Glopperina. Zack. Und dann gefällt sie mir nicht. Weil ich ständig den Crit-Treffer verhaue. Gegen die Schallmauer. Nein, Räumungsbescheid. Jetzt. So. Ach ja, Automat, stimmt. Zurück. Wir wollen verticken. Glopperina. Hier. Für
19.999 Kronkorken. Katsching, Mensch. Ah, da müssen wir aber auch gucken, dass wir noch genug Kohle aufnehmen können. Bis wohin geht das? 40.000 oder 50.000? Ich glaube, es waren 40. Ja, es geht gerade noch so, ne? Aber wenn wir jetzt viele Waffen hintereinander verkaufen, haben wir ein Problem. Zack. Ja. Boom. Oh. Aber ihr habt mir auch geschrieben, potenzielle Käufer sehen hier nicht den Spezialnamen, sondern den Vanilla-Standardnamen. Und dann wollten wir noch des Henkers verkaufen für 13.999 Kronkorken. Boom! Den Rest Scheine. Scheine, Scheine, Scheine. Hi, hi, hi. Dann alles weg. Weg, 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 weg. Alles noch cool. Warum ist denn die unten bitte? Ich hab doch Raute gemacht. Die müsste doch oben sein. Sortiere ich hier irgendwie komisch? Nee. Sehr mysteriös das Ganze. Zack, da ist sie. Ist ein bisschen langsamer, ne? 25% langsamer. Aber die kritischen Treffer, die hauen das wieder raus. Klopperina Loadout. Testmonster, oh Testmonster. Was hast du uns nur getan? Bisschen Grundwaffen. Ich habe nicht alle Nahrungsbuffs da, aber da werden wir bald dran was ändern. Was wir da haben. Cranberry-Soße. Maissuppe. Tato-Saft. Mir ist gerade nicht. Echt schade. Aber so läuft das manchmal. Los, 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 los. Und dann schön mit dem Crit-Treffer arbeiten. Das wird großartig. Zack. Aua. Wo ist es hin? Wo lungert es rum? Da hinten? Oder ist das Schnee? Ist das ein Schneeberg? Ich glaube schon, ne? Ist es schon tot? Nein, nicht dich! Hört sich irgendwie ganz anders an, ne? Ich weiß nicht. Nicht, dass ich gerade hier das beste Gewehr, was ich jemals hatte, verkaufe. Vielleicht wurde alles verschlimmbessert. Möglich. Das Monster ist nicht hier. Doch, da ist es. Es wollte sich verstecken. Es gibt kein Entkommen, oh Testmonster. Du hast eine Rolle und du hast sie gefällig zu spielen. Es geht noch einen Zacken schneller, ne? Durch den Crit-Treffer gerade eben. Jupp, jupp, Öl natürlich. Ich kann mich noch sehr gut an unsere ölfreie Zeit erinnern. Test Nummer 2. Aber ratzi-fatzi. Und dann müssen wir uns um die Scorepunkte kümmern. Und jetzt hauen wir uns noch einen Ballistikbock rein, wenn wir einen haben. Na, nee, haben wir nicht. Oh nein. Aber Psycho-Buff, beziehungsweise eine Sekunde. Uno Sekundo. Wo sind hier meine Psycho-Tats? Komm schon, komm schon, komm schon. Die müssen ja doch irgendwo sein. Zack. Die hauen wir uns rein. Hallo, Testmonster Nummer 2. Wie geht es dir? Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Gleich mit Crit einsteigen. Okay, jetzt bin ich aus Versehen gesprungen. Das hat natürlich hier alles kaputt gemacht. Aber okay. Ach, wie bitte? Der zählt als Supermutant? Interessant, interessant, interessant. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Schrotpatrone, atomare Abfall, genau so. Den Rest kannst du behalten. Nochmal kurz zurück nach Hause, bitte. Go. Blutig, Explo und dann noch das dritte, was wir gerade auf Klopperina 2000 haben. Dann haben wir doch wirklich die beste Waffe aller Zeiten. Oh mein Gott, das wäre es doch. Oh, 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 das kriegen wir auch irgendwann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Scheinesegen, wie lange hält der an? Der ist bis zum 18. Alles klar, bis zum 18. Das muss ich gleich morgen nochmal machen. Kohle genug hätten wir ja für die ganzen Großmengen. Ich weiß nicht, ob ich morgens Commentary aufnehme. Aber es wäre schon sehr cool. Ah, Juti, 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 Juti. Muni, 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 Muni. Ganz wichtig. Und dann Schrott ablegen. Ballistikbox einpacken. Und dann gehen wir mal richtig auf Tour. Und dann müssen wir auch irgendwann mal wieder die Convenience unterbekommen. Herstellungsloadout. Blei. Großmengen habe ich eingekauft. Also direkt Munition. Fluppdiwupp. Komm schon, Munition, 556er, den ganzen Batzen, wie bitte, was fehlt denn? Ach, Stahl, ne? Ja, es ist der Stahl. Oder wie viel Munition haben wir? Geben wir uns zufrieden, ja oder nein? 1000 Schuss,
ist jetzt gerade mein Limit. 9. Ist okay. Ist in Ordnung. Ja, ich biege sehr schnell ein. Wir haben alles zerlegt. Schrott ablegen. Zack. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Es wird immer, immer besser. Ja, warte mal. Mods wieder rausnehmen. Verkaufen wir nachher. Wie viele Fluxe haben wir? Wie viele stabile Fluxe? Irgendwo über 10 kann ich mir nicht vorstellen. Noch nicht, noch lange nicht. Aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Glücksspiel. Wir ziehen erstmal von dannen. Schließe ein Event in der Moorregion ab. Hier, ne, beim Sumpf. Das ist doch Moor. Ja, ich glaube schon. Aber hier ist gerade schon wieder nichts. Räumungsbescheid. Ja, es ist ein guter Gag. Vielen Dank dafür, Bethesda. Daily Ops. Ja. Event, das kommt alles noch. Ach hier, genau. Baue einen Boden, eine Wand oder ein Dach in Werkstätten oder Camps. Und Werkstätten müssen wir sowieso übernehmen. Was fehlt uns jetzt hier gerade am allermeisten? Öl kann es doch nicht mehr sein, oder? Ölmangel haben wir doch gar nicht mehr. Wir haben jetzt eine solide Ölquelle entdeckt. Dank euch. Vielen Dank für den Hinweis. Schrott. Großmenge Öl. Noch 15. Ich glaube, das reicht erstmal für eine Weile. Schrauben, Plastik, Leder, Keramik, Gummi, ansonsten gehe ich wieder auf Fusionskerne. Wie viel haben wir in der Tasche? 2, das ist wenig. Und den noch mit. Und dann noch 3 hiervon. Und 10 können wir verkaufen. Ich kann sie jetzt nicht zufällig direkt hier draus verkaufen, oder? Das wäre ja auch zu einfach. Machen wir mal. Machen wir einen Verkauf auf und wir machen jetzt noch eine Werkstatt für Fusionskerne. Zack, zack, zack. Okay. 10 Fusionskerne für 149. Nur die vollen. Nur die vollen, bitte. Jupp. 10er. 149. Ein guter Deal. Cool. Klopperina ist mit dabei. Die edle Tante Plasma. Und dann vielleicht noch hier die Munition, die wir nicht brauchen. In den Koffer der Schande packen. Muni, Muni, Muni. Wie die Pfeile. Die haben mich gerade angelächelt. Weg damit. Brauche ich nicht. Mini-Atombombe aktuell nicht. Kanonenkugel. Ich glaube, es geht los. Harpune. In einer anderen Situation ebenso auch Gleisbolzen. Ist gerade zu schwer für mich. Sieht gut aus. Verdammt gut. Danke. Weg, weg. Ballistikbox. Stimmt, ihr habt so recht. Da sind ganz viele gerade im Gärbottich, ne? Aber wir müssen auch nachlegen. Das ist wichtig. Ja, machen wir das. Aber dann geht's los. Aber sowas von. Zack. Sammellotung. Turbodünger. Ich werde ja nicht mehr. Klopperina 2000. Turbodünger. Und mitnehmen. Mitnehmen. Fluppdiwupp. Hi. Wir sollten von allem genug haben. Für Ballistikbox. Du sagst schon. Abgekotet. Das ist der Klassiker. Wasser, Wasser, Wasser. Aber nicht zu viel. Wir wollen nur ein bisschen Bierchen brauen, mehr nicht. Schönes Homebrew-Bier. Das ist das Beste. Go, 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 go. Herstellungsloadout. Damit uns hier kein gratis Wasser durch die Lappen geht. Und Getränke. Ja. Danke. 13 reicht aus. Den Rest schleppe ich mit mir mit. Hoch hier. Komm schon, Mensch. Das kann schneller gehen. Die Animation muss die sein. Na, so. Rein damit. Aber erst nehmen wir ein paar raus. 5 Stück. Reicht das? Bestimmt. Bombe. Ja. Bombe, Bombe, Bombe. Mutti, bitte. Bitte Mutti, Mutti, Mutti. Wo ist die Mutti? Kommt sie? Danke für Ihre Kooperation. Wo ist jetzt die neue Einschlagszone? Das muss die sein, oder? Die ist viel dunkelroter. Das muss die sein. Und die Augen offen halten nach Events in diesem Bereich. Gibst du vielleicht gerade enklavenmäßig irgendwas zu tun? Nein. Ungünstig. Ausblenden. Ist das jetzt hier die neue Zone? Kann ich das hier nicht direkt anzeigen lassen?
Wir haben jetzt Bier dabei, ne? Ist wieder auf der Schnellwahltaste. Mm-mm. Aber ganz schnell, Ballistic Borg. Weiter unten, hier ungefähr. Psychotats sind ausgewählt. Die neue Klopperina auf die 3. Wo schlägt denn jetzt die Bombe ein? Ich bin völlig verdutzt. Das sieht hier wie eine alte Zone aus. Wobei, das ist ja auch hier vom Hintergrund rot. Deswegen ist das dunkelroter. Wo sammeln sich jetzt die Spieler? Cranberry Bock oder Savage Divide? Na wo denn nu? Ich hol schon mal die Powerrüstung raus. Damit wir bereit sind. Bereit zu töten. Na los, nu schlag schon ein. Höp. 5 Fusionskerne. Ja. Psychotats hier eventuell. Mm-mm. Bei dir, mein Freund. Sehen wir ja gleich. Welches Event aufploppt? Hallo. Psychotats, nein. Ein Chamäleon-Serum, was? Wie bitte? Aber du willst wieder so extrem viel haben, ne? Kolossales Problem. Nee, dann nicht, dann nicht. Dann nicht. Werkstatt, Fusionskerne. Lieblingswerkstatt, genau.